Bei all dem, was wir für euch bei der Hausmesse 2021 vorbereitet haben, hunderte Produkte, die wir vorstellen, unzählige Messeaktionen, da kann einem schon einmal die Sicherung durchdrehen. In dem Fall kann unser nächster Partner helfen. Eine Firma, die alles macht, was der Elektriker für die Installation braucht. Vom Schalter bis zur Mittelspannung. Die Firma Eaton. Heute vertreten durch meinen Kollegen Christian. Moin Christian. Moin Yannick. Du hast uns hier einmal den Fehlerstromschutzschalter Typ F mitgebracht. Magst du mir mal bitte vorstellen? Aber sehr gerne. Unser neues Gerät, was wir jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt haben, ist der FI Typ F. Bedeutet, F steht für Frequenzgemisch sensitiv und zwar bis 1000 Hertz. Hintergrund ist das Thema, dass sich einfach die Technik weiterentwickelt hat. Immer mehr Geräte bekommen Elektronik eingebaut. Gerade im normalen Haushaltsbereich das Thema Waschmaschinen, Trockner oder auch ganz aktuell das Thema Wärmepumpen. Überall sind einphasige Drehzahlsteuerungen drin. Und diese einphasigen Geräte können halt Fehler verursachen, die beim normalen Einsatz eines Typ A's entweder nicht oder nur fehlerhaft detektiert werden würden. Interessant. Was sind denn genau Vorteile gegenüber eines Typ A's? Wie ich schon sagte, entscheidend ist erstmal, dass er die Fehlerströme im Frequenzgemisch bis 1000 Hertz erkennen kann. Diese Frequenz überlagert das klassische 50 Hertz Netz und der normale Typ A würde dann eventuell auslösen oder gar nicht. Und der Typ F zum einen ganz klar kann diese Fehlerströme sauber detektieren, dass er nur dann abschaltet, wenn wirklich ein Fehler vorliegt. Dann haben wir den großen Vorteil, er ist grundsätzlich kurzzeitverzögert. Das heißt, wir haben immer eine 10 Millisekunden Verzögerung, was einem schon alleine hilft, wenn man daraus mal ein Gitter ist und die hohen transienten Überspannungen anliegen, wo auch ein normaler Typ A schon mal abschalten würde, aufgrund dieser kurzen Spannungsschwankungen. Das kann er sauber detektieren. Man kann ihn wunderbar auch einsetzen für LED-Treiber, weil gerade auch LED-Treiber im Einschaltmoment sind teilweise Kondensatoren verbaut, die dafür sorgen, es fließt weniger Strom zurück wie rein, wo auch der normale Typ A schon mal ab und zu abschaltet. Und diese LED-Treiber oft auch Störungen verursachen, weil sie nicht sauber abgeschirmt sind. Und auch da würde dann der normale Typ A eventuell fehlerhaft schalten können. Und der kann das halt ja alles sauber detektieren und weiß, okay, das ist mal gerade vorhanden, das ist nicht schlimm, damit kann ich leben. Zusätzlich ein großer entscheidender Vorteil ist, der klassische Typ A darf maximal 6 mA Gleichstrom über seinen Kern bekommen. Er kann sie nicht abschalten, aber er kann sie maximal vertragen, bevor der Kern in die Sättigung geht und dann eventuell gar nicht mehr abschalten würde. Und der Typ F kann halt bis 10 mA Gleichfehlerströme vertragen. Das ist gerade ein großer Vorteil. Wir reden ja auch immer mehr von dem Thema Wallboxen. Und Wallboxen haben standardmäßig eine Gleichfehlerstromerkennung von bis 6 mA drin. Entweder im Hintergrund, um einen klassischen Typ AFI abzusichern, damit es nicht, damit er nicht kaputt gehen kann. Aber ich denke immer, 6 mA und 6 mA in Reihe, das ist immer auch sehr knapp an der Grenze. Dann lieber ein Typ F, der bis 10 mA vertragen kann. Und wenn die Wallbox rechtzeitig abschaltet, auch dadurch der Typ F niemals Schaden nehmen kann und eventuell gar nicht mehr funktionieren würde. Wo du gerade sagtest, Wallbox, da kann man doch auch den Typ B nehmen. Oder warum sollte man da lieber auf den Typ F bevorzugen? Also ein Typ B kann man ja grundsätzlich so immer einsetzen. Mit einem Typ B macht man nie was falsch, weil ein Typ B erkennt einfach alle Fehlerströme sozusagen, die es irgendwie gibt, die auftreten können. Nur im normalen Haushaltsbereich, wir reden standardmäßig von 230 Volt Netzen, wäre ein Typ B, wie ich mal so schön sage, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Klar, wir würden uns alle freuen, wir machen alle auch ein bisschen mehr Umsatz, jeder verdient ein bisschen mehr Geld, aber man muss natürlich auch vor seinem Kunden immer ein bisschen rechtfertigen. Und wenn man sagt, es gibt auch eine günstigere Lösung, die das Problem sauber erkennen kann, wo wir sagen, er ist technisch deutlich besser als ein Typ A, er ist aber auch preislich ein Bereich, wo man sagen kann, das ist in Ordnung. Typ B, klar, kann man immer gerne einsetzen, sagen wir nicht nein dazu, freuen wir uns als Hersteller darüber, aber als Typ F, er reicht halt um diese klassischen auftretenden Fehlerbereiche, vor allem im 230 Volt Haushaltsbereich, abzusichern. Ach so, das ist interessant. Also ist der Typ F die deutlich bessere Preis-Leistungs-Variante als der Typ B? Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn wir nicht von dreiphasigen Anwendungen reden, reicht der Typ F auf jeden Fall immer. Oh, danke für die neuen Informationen. Dann hast du uns noch einmal den PXK B16 mitgebracht, sehe ich gerade. Richtig. Grundsätzlich ist der PXK ja nichts anderes als unser FILS-Kombischalter. Und auch den haben wir jetzt inzwischen als Typ F-Ausführung. Ja. Thema, Hintergrund ist auch da,
Man fragt immer schon mal, kriegt schon die Fragen, muss ich denn die Anlage umrüsten? Bin ich verpflichtet, einen Typ F in die Anlage einzubauen? Und grundsätzlich ist man natürlich erstmal nicht verpflichtet, weil der Typ A nach wie vor eingesetzt werden darf. Er hat also die volle Daseinsberechtigung. Nur wenn ich halt weiß, zum Beispiel, ihr verkauft vielleicht jetzt um eine Waschmaschine, neue Waschmaschine, und der Hersteller gibt in seinen technischen Daten vor, dass seine Waschmaschine mit einem Typ F abgesichert werden muss, habe ich halt die Wahl, tue ich jetzt die komplette Anlage umrüsten oder sage ich auch, weißt du was, meine Anlage an sich in Ordnung, aber ich tausche einfach nur den einen Stromkreis aus oder ich rüste ihn auch nach, zum Beispiel Mehrfamilienhausanlage im Keller, wo oft ja die Waschmaschinen und Trockner auch im Keller abgesichert sind, und setze da den Typ F hin, habe damit die saubere Absicherung und bin damit auch absolut normkonform, weil er ist ja auch inzwischen in der VDE aufgenommen worden. In der VDE 0100 Teil 530 ist seit Juni 2018 dort verbindlich aufgenommen, wo drin steht, wenn der Hersteller es vorgibt, dass ein Typ F eingesetzt werden muss, muss man auch als Installateur diesen Typ F einsetzen und dementsprechend eventuell nachrüsten. Und damit ist man natürlich auch bei einer preislich günstigeren Variante, ist natürlich einfacher, einen PXK, also einen FIRS-Kombischalter nachzurüsten, als die komplette Anlage gegen einen FI-Austauschen umzurüsten. Interessant, das wäre also ein weiterer Automat, der sich in Zukunft durchsetzen könnte. Sollte. Das wollte ich hören. Dann sehe ich die beiden Automaten ja auch noch in einem Schaltschrank eingebaut. Habt ihr auch vorgefertigte Schaltschränke? Habt ihr die auch im Angebot? Wir haben zum einen vorgefertigte Schaltschränke, aber vor allen Dingen, was wir jetzt hier haben, ist vor allen Dingen vorgefertigter Kleinverteiler. Und das ist bei uns bei Eaton ein ganz großes Thema, dass wir vorgefertigte Lösungen anbieten. Zum Beispiel dieser Verteiler hier, der hat eine fertige Artikelnummer, das ist unsere 194711-A. Auch dort sind schon bereits zwei FI Typ F verbaut. Hier bei der Variante handelt es sich um die Lösung für eine Wohnungsbaugesellschaft, die ist auf uns zugekommen, hat gefragt, wir möchten eine Lösung für alles haben, die wir in ganz Deutschland einsetzen können. Was könnt ihr da anbieten? Und dementsprechend gibt es halt diesen Verteiler hier mit Überspannungsschutz eingebaut, mit Hauptschalter, wie gesagt, FIs, komplett vorverdrahtet und anschlussfertig. Und es geht hier immer um das Thema Zeit. Die Produkte an sich sind ja preislich jetzt nicht alle so dramatisch teuer, aber es geht einfach um das Thema Zeit. Und hier bekommt man eine fertige Lösung. Ich muss vor Ort nichts mehr auspacken, ich muss keinen Müll entsorgen. Und was ganz wichtig auch für uns von Eatoner Seite ist, man bekommt immer eine komplett fertige Dokumentation. Das heißt, man muss ja heutzutage auch jeden Verteiler prüfen auf Wärmeverlust, ob die Geräte auch nicht zu warm werden. Und jeden Verteiler, den wir planen und zusammenbauen, wird von unserer Seite geprüft. Das heißt, auch man kann auf uns zukommen und sagen, ach ja, der Verteiler ist zwar schön und gut, aber da ist mir entweder ich brauche keinen Überspannungsschutz oder ich brauche drei FIs. Dann bieten wir auch die Möglichkeit an, kundenspezifische Lösungen zusammenzubauen, zusammen zu verdrahten, vorzuverdrahten. Wir sagen immer so, ab 30 Stück, daran rechnet es sich für alle Seiten, das ist der Kosten-Nutzen-Faktor, 30 plus an fertigen Verteilern. Aber das Wichtige ist, es gibt immer eine fertige Dokumentation dazu, weil jeder Verteiler muss nach heutiger Norm geprüft werden und dokumentiert werden. Ich weiß, es wird nicht immer gemacht, beziehungsweise es verlangt nicht jeder, aber spätestens im öffentlichen Bereich muss man das alles nachweisen. Und alles, was wir zusammenbauen, wird halt auch geprüft. Und damit der Kunde es auch etwas einfacher hat, sich einen Verteiler zusammenzustellen, haben wir es auch ganz neu auf unserer Internetseite einen Konfigurator, auf unserer Seite eaton.de. Dort kann man Kleinverteiler und jetzt auch neue Zählerschränke sich individuell zusammenstellen und bekommt am Ende eine fertige Dokumentation inklusive Stromlaufpläne und mit einer fertigen Wärmeverlustberechnung, dass der Kunde auch da von vornherein sich um nichts mehr kümmern muss. Also liefert ihr da praktisch das Sorglospaket für den Kunden? Sorglospaket, das ist echt ein gutes Wort, so kann man es wunderbar sagen. Der Kunde muss sich wirklich um nichts mehr sorgen, um nichts mehr kümmern. Ein Artikel, einfach nur in die Wand gesetzt, seine Zuleitung, seine Abgangsleitung angeschlossen und er muss sich um nichts mehr kümmern. Super, danke für die interessante Vorstellung, Christian. Bei weiteren Fragen steht in Eaton auch gerne weiterhin zur Verfügung. Einfach auf das Logo unten klicken und dort findet ihr auch noch weitere spannende Messeaktionen mit Eaton.